Das soll ich mit einem Kameraden Maschine zurückbringen nach Sizilien. Und die Taktik der Amerikaner war damals so, alles rüberlassen, aber keinen zurück. Es war mir morgens um 8 Uhr gestartet, im April. Und wie wir dann da in gewisser Höhe waren, vielleicht so auf 3.000, 4.000 Meter hoch, haben wir gemerkt, es sind zwei Amerikaner unterwegs. Und die haben sich uns beide vorgeknüpft. Und wie wir das gemerkt haben, haben wir uns überschnitten. Also er ist woanders hingeflogen, aber praktisch auch wieder aufs Land zu, auf die Halbinsel Bohne. Und runtergestürzt, man wollte ja schnell weg. Ich hatte ja keine Lust, in der Bucht von Tunis zu schwimmen. Sondern wollte lieber das Land unter mir haben. Ja, und wie ich dann da unten war, so in 50 Meter Höhe, da fing es an zu knallen, hat er meine Maschine getroffen. Ich habe dann schnell auch auf die Knöpfe gedrückt, dass meine Munition irgendwie in der Gegend wegflog. Ich hatte nämlich vorher gesehen, einer von meinen Kameraden, der hat einen Treffer in die Munitionstrommel gekriegt auf der rechten Fläche. Da war die abgefetzt, abgerissen worden, abgesprengt und dann ist er runter und tot und Aufschlagbrand. Und das wollte ich eben nicht, also bin ich dann also mit 600 km/h da im Tiefflug zwischen, sagen wir mal, zwischen 5 und 50 Meter geflogen. Konnte ich aber nicht immer geradeaus fliegen, sondern ich habe dann auch noch so Achten geschlagen, immer so ein bisschen weiter vor. Und jedes Mal, wenn ich die 8 geschlagen hatte, in einem Schnittpunkt, da hat er mich meine Maschine getroffen. Das ging so lang, bis er mir einen Kühlertreffer verpasst hat. Und da lief dann die Kühlflüssigkeit raus. Das sah er und in dem Augenblick hat er aufgehört zu schießen. Es wäre für ihn was Leichtes gewesen, mich da von uns abzuschließen. Hat er nicht gemacht. Ich hätte mich gerne mal bei den Piloten, hätte ich gerne mal kennengelernt und mich bei ihm bedankt für seine Fairness. Das waren ja eigentlich die einzigen Ritter, die es damals gab. Die ritterliche Haltung, die es damals noch gab. Habe ich dann hochgezogen, wollte die Kabine wegwerfen von 0 auf 500. Ging nicht, doch lange rumgemurkst, probiert so rum oder so rum den Hebel, wollte einfach nicht runter, blieb mir nichts anderes übrig, als eine Notlandung zu machen. Dank meiner großen Erfahrung als Fluglehrer auch, kannte ich die Maschinen alle sehr gut. Und da wusste ich, was ich der zutrauen kann und habe sie dann mit eingefahrenem Fahrwerk gelandet. Bin schnell raus, wusste ja nicht, ob sie doch explodiert und habe gewartet, da hinten so irgendwo abseits 20 Meter weg, hingelegt auf den Bauch und die Hände über den Kopf. Und da ist aber nichts passiert. Da bin ich dann wieder hin und habe gesehen, dass also der Rumpf unterhalb des Leitwerks, also zwischen Pilotensitz und Leitwerk, dass er also sehr total zerschossen war. Hat mich gewundert, dass das noch ausgehalten hat. Und da habe ich dann mich wieder gefreut über die deutsche Qualitätsarbeit. Habe ich meinen Fallschirmsack rausgeholt und meinen Kleidersack, weil wir ja da aufgegeben haben in Tunesien, kam in Tunesien an, haben mich gefragt, sind Sie, also ich habe Französisch gesprochen, ja, ich sage es jetzt aber auf Deutsch, sind Sie Franzose? Ich sage, nun, sind Sie Italiener? Nein. Gut, dass ich kein Italiener war. Denn die Tunesier hatten auf die Italiener, war gar nicht freundlich zu sprechen, hätte sie gleich irgendwie verhauen. Das so vulgär gesagt. Sind Sie Amerikaner? Nein. Da habe ich gesagt, ich bin Deutscher, schon wie Alban. Da gingen die Augen auf. Und da habe ich gedacht, mein Gott, was haben wir noch ein Ansehen in der Welt?
Bei den ganz einfachen Leuten, da die damals kein Radio hatte, sowieso kein Fernseher, bloß die Kommunikation über Blätter. Die haben den Luftkampf da verfolgt gehabt, waren froh, dass sie nicht getroffen waren. Ja, und dann, nachdem sie ja, als Deutscher praktisch festgestellt war, kamen sie schon an und haben mir mein Frühstück gebracht. In der Tonschale Milch, war zwar ein halb drin, dann ein Ei, dann Butter. Das erste Mal habe ich da das Fladenbrot gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt musst du probieren, sonst beleidigst du die Leute. Habe ich gefrühstückt. Und anschließend kam noch einer an mit einem Muli, zwei Packtaschen. Und da ein Jüngling so von 15 vielleicht noch und sein kleinerer Bruder von 10. Und ich sagte, ja, sicher, bitteschön, mit dem können Sie da wieder an die Küste reiten. Und die waren dann meine Führer und ich saß da oben drauf. Ich habe also immer diesen Ausspruch getan. Das mag es mir also nicht, bitte nicht übel nehmen. Ich kam mir vor wie Jesus beim Einzug nach Jerusalem. Ne? Also die waren sehr freundlich. Dann kam er noch an eine Hacienda. Und Winterzeit war es 9 Uhr. Ich hatte riesen Durst. Der Freund, der Herr dort, der Besitzer, hat uns freundlich aufgenommen. Die hat es auch gesehen gehabt, was los war. Und ich hätte also Lust auf ein kühles Wasser gehabt oder so. Irgendwie Eis gab es ja da sowieso. Und dann brachte der mir ein Glas glühend heißen Pfefferminztee. War doch die Kräuter drin. Und viel Kandiszucker. Gedacht, Mensch, Kinder, das ist ja nicht gerade das, was ich mir gewünscht habe. Aber die Leute müssen ja wissen, was gut tut. Ne? Ich hätte mir den Magen total verdorben. Ich habe das da runtergeschlürft, sodass es dann langsam gewirkt hat, je nach Temperatur. Und daraufhin war der Durst weg, den ganzen Tag. Ich habe nie mehr das Bedürfnis gehabt. Dann ging es doch mal eine Stunde weiter, dann waren wir an der Mittelmeerküste, also an der Bucht von Tunis, bei einem Kommando, das nichts anderes zu tun gehabt hat, als angeschwemmte Benzinfässer aufzufischen, die dann am Abend oder in der Dunkelheit auf die andere Seite zum Flugplatz gebracht wurden. Habe ich gewartet, bis das Auto kam. Man musste das in der Nacht machen, denn da war die Luftoberheit, Hochheit schon da. Die haben, braucht es eigentlich so bei uns Schulmaschinen, gell? Und wenn der einer mit der Handgranate über Bord runtergefallen hat, runterfallen lassen oder mit der Pistole runtergeschossen hat, dann konnte das auch schon tödlich sein. Also bei Nacht und leise und ohne Licht war schon schwierig. Und dort auf dem Flugplatz wurden wir abgeholt, kamen immer die Ju-52 an als Transportmaschinen. Die mussten aber blind landen, ja, keine Begrenzung angezeigt. Die einen, die sind zu weit gekommen, da war das Fahrwerk weg, weil da vorne die Plantage wieder anfing und weil da ein Graben war. Die anderen waren zu weit links, zu weit rechts. Vielleicht von den 10 Maschinen waren nachher noch 5 einsatzbereit. Man kann es den Kameraden, Flugzeugführern nicht übel nehmen. Die waren ja auch unter dem Druck, dass sie irgendwann mal da, dass der Nachtjäger da vom Dienst, dass der da geschossen hätte. Und da habe ich mich wieder reingedrängelt mit meinem Fallschirmsack. Da habe ich gesehen, dass ich Pilot war oder auch noch ja, Pilot bin. Da haben sie mich mitnehmen müssen, mit anderen vom Heer, die da auch mit zurück wollten. Und sind wir nach Neapel geflogen. Dort bin ich umgestiegen in den nächsten Flieger nach Brindisi. Da in die Bahn nach Bari, da habe ich mir eine neue Maschine geholt. Da bin ich wieder zurückgeflogen nach Sizilien zu meiner Einheit. Ich habe gesagt, da bin ich.